Konnichiwa und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing auf meinem Kanal. Heute haben wir das wohl heiß begehrteste Yu-Gi-Oh! Produkt 2016 am Start, und zwar die Legendary Decks 2. Wir haben ja schon die Legendary Decks 1 unboxed und haben ja auch gerade ein aktuelles Let's Play zu Yu-Gi-Oh! Die heiligen Karten. Und ja, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr natürlich in die Beschreibung gucken, weil da ist es verlinkt. Aber heute geht es nicht darum, sondern heute geht es um diesen wunderbaren Yu-Gi-Oh! Artikel hier. Und es ist ziemlich krass. Denn wir haben wieder drei Decks. Aber dieses Mal nicht nur von dem Herrn in der Mitte, sondern auch von den beiden, die daneben stehen. Also Joey Wheeler. Und Kaiba und Yugi, natürlich auch ein Deck. Also wieder schön, wunderbar goldenes Design. Aber wir drehen das Ganze einfach mal um. Und da sehen wir schon ein bisschen, was darin ist. Nämlich Exodia, die verbotene, blauäugiger weißer Drache und rotäugiger schwarzer Drache, neu gebaut für das moderne Duellzeitalter. Ja, und hier haben wir die drei Decks. Wir haben erstmal die drei Tokens, die ja sowieso schon mal krass sind. Und dann natürlich das Exodia-Deck von Yugi, das blauäugig-Deck von Kaiba und das rotäugig-Deck von Joey. Und wir sehen hier schon eine neue Exodia-Karte haben wir drin. Dann haben wir den blauäugigen ultimativen Drachen, eine Synchro und ein Xyz-Monster bei Joey. Und natürlich auch noch zusätzlich hier die drei ägyptischen Götterkarten in der spielbaren Version und nochmal drei neue Karten, die es vorher noch nicht gab. Und ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Und da ich ja auch ziemlich, das Ganze ziemlich gut erwartet habe, seitdem es angekündigt wurde, machen wir es doch einfach mal auf, weil ich will auch wissen, was drin ist. So, ich leg's mal zur Seite. und ja, also, wir haben hier natürlich wieder die Special Cards. Und ja, hier guckt einen natürlich schon wieder was richtig Geiles an. Die Maid mit den blauen Augen, Slifer der Himmelsache in der spielbaren Version. Und der schwarze Stein der Legende. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal die Special Cards auf. Deswegen, ich habe hier wieder eine Schere bereit. So. Es wird wieder Papiermüll. Sehr viel Müll. So. Gut, tada. Und zwar sind es die drei Special Cards. Dunkler, brennender Angriff. Falls ein dunkles Magier-Mädchen-Monster kontrollierst, zerstöre alle offenen Monster, die dein Gegner kontrolliert. Ist ziemlich schön. Dunkle, brennende Magie. Falls du Monster kontrollierst, deren Grundnamen dunkler Magier und dunkles Magier-Mädchen sind, zerstöre alle Monster, die dein Gegner kontrolliert. Und ewige Seele. Jeder dunkle Magier in deiner Magierzone bleibt von Karteneffekten deines Gegners unberührt. Falls diese offene Karte auf dem Spielfeld das Spielfeld verlässt, zerstöre alle Monster, die dein Gegner kontrolliert. Ach nein, die du kontrollierst. Du kannst die folgenden Effekte von ewige Seele nur einmal pro Spielzug verwenden. Du kannst einen dieser Effekte aktivieren. Beschwöre ein dunkler Magier als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Friedhof. Füge deiner Hand einen Angriff mit dunkler Magie oder 1000 Messer von deinem Deck hinzu. Also drei Karten, die ein dunkles Magier-Deck quasi verstärken. So, ich lege es natürlich mal wieder hier daneben. So, wir fangen natürlich an, indem ich den Müll wegräume. Und dann fangen wir natürlich mit dem ersten Deck an. Und zwar ist es das Kaiba-Deck. Oder wollen wir erst mit Yugi anfangen? Komm, wir machen das in der richtigen Reihenfolge, so wie es auch hinten drauf steht. Und deswegen fangen wir mit Yugi an. Hier ist so ein Dings zum Aufmachen. Was ist denn das? Ich bin der Aufmach-Profi. Ah, hier. So, okay. Könnt ihr euch gerade die Box angucken? Die sieht genauso aus wie die sieht genauso aus wie in die von Yugi's Legendary Decks 1. Also quasi mit den drei Decks drin und aus Plastik innen drin. So, da haben wir's. Ich leg's mal hier daneben. Und dann haben wir natürlich gleich mal als erstes. Und wir natürlich als erstes erstmal Slifer der Himmelsdrache, Obelisk der Peiniger und der geflügelte Drache von Ra in der spielbaren Version. Das heißt mit ihren Effekten. Allem drum und dran sozusagen. Das ist ja schon mal ziemlich nice. So, und dann geht's natürlich weiter mit der neuen Karte, die drin ist. Inkarnation der legendären Exodia.
Das heißt, die kann halt quasi nur als Spezialbeschworen beschworen werden, indem man Exodia die verbotene oder der verbotenen Monster als Tribut anbietet. Und die erhält quasi. Ja, das ist quasi eine neue Karte, die in einem Exodia-Deck ziemlich gut ist. Weil sie quasi dann nicht nur diesen Effekt, also weil, damit Exodia dann quasi auch aufs Feld kommen kann und nicht nur den Effekt, okay, ja, du hast jetzt gewonnen. Ja. Geschwisterbund ist auch eine von den neuen Karten. Du zahlst 2000 Lebenspunkte und dann kannst du ein Monster der Stufe 4 oder niedriger, das du kontrollierst, für den Rest deines Spielzuges, kannst du keine Monster, bla bla bla, beschwör das Monster. Ah, du kannst zwei Monster mit demselben Typ als Spezialbeschwörung beschwören, also das heißt, das ist ziemlich gut, wenn du eine Xyz-Beschwörung durchführen willst. Und, auslöschen! Mit Ausrufezeichen. Ist auch was mit Exodia, dass du dann quasi den Exodia-Karten von deinem Friedhof dann wieder zurückholen kannst und, glaube ich, einen Angriff annullieren. Also. Ach nein, du kannst das gewählte Ziel auf die Hand zurückgeben und kannst dir dann den Exodia-Deck wieder zurückholen. Aber warte mal. Wir machen das mal anders. Ich schieb das mal gerade hier hoch, weil dann kann ich hier besser die Karten hinlegen. Ich kenne mich da noch nicht so gut aus mit Unboxings. Also, wir legen das jetzt einfach mal hier hin. So. Ich denke mal, so ist das doch viel besser. So, dann natürlich die Exodia. Wieder komplett. Wenn man die erste Legendary Dex hat, dann hat man natürlich schon eine. Dann Exodia Necros. Die sollte auch bekannt sein, jedem. Dunkler Magier, dunkles Magiermädchen, dann haben wir wieder einen Buster Klingenkämpfer, schweigsame Magier, trickreiche, Großschildwache, Valkyre des Magiers, Dramaturgeist der Qualen, ein Blockmann, ein Marshmallow und Sangan, Goldsarkophag, verräterische Schwerter, magieartige Dimensionen, vereinigte Magier, trickreicher Zauberer, 1000 Messerangriff mit dunkler Magie, Vertrag mit Exodia für Exodia Necros, Friedensbote, dunkle Fabrik der Massenproduktion, Monsterreinkarnation, geheimes Dorf der Hexer. Das ist ziemlich gut, dass es jetzt in dem Deck drin ist, weil das hat mir in dem quasi in den anderen Magier-Decks ein bisschen gefehlt, weil das ist quasi eine Karte, die wichtig ist in einem dunklen Magier-Deck. Oder in einem Magier-Deck generell. Dorf der Gegensätzlichkeit, auch ziemlich gut. Kann man auch so benutzen, quasi in anderen Decks, weil wird immer ziemlich gefragt. Eine Spiegelkraft, magische Hüte, Zylinder, Kreisster Magier, Ersatzsoldat. Das ist eine etwas ältere Karte, die kennt man ja. Und Schwerkraftbindung. Und einmal Schwerkraftbindung kennt man auch. Gut, und natürlich der Token mit Yugi und dem dunklen Magier. Ja, also kein Extra-Deck, dafür aber mit den Götterkarten und Exodia Necros und ja, hier quasi der neuen Karte. Also, das sind auch und natürlich Karten, die generell jetzt wichtig sind für ein Magier-Deck. Also, wie gesagt, Geheimes Dorf der Hexer und Topf der Gegensätzlichkeit, das braucht man halt. Und sonst, ja, sind es eigentlich ziemlich bekannte Karten auch aus den anderen Decks quasi nochmal drin. Also ist jetzt quasi nicht mehr wirklich ein dunkler Magier-Deck, sondern teilweise tatsächlich ein Exodia-Deck, jetzt auch hier mit Exodia Necros und so weiter. Ja. Gut, das war das. Packen wir mal kurz weg. Und ja, Geschwisterbund kann man bestimmt auch noch in anderen Decks, wird man es sicherlich jetzt dann auch sehen. Ja, gut. Und die spielbaren Götterkarten, das ist sowieso cool. Ich weiß nur nicht, ob das überhaupt noch jemand heutzutage spielt, aber vielleicht werde ich die mal spielen. Ich weiß es nicht. Mal schauen. So, das war Nummer Uno. Das war jetzt nicht irgendwie auf einen bestimmten YouTuber, den keiner leiden kann, bezogen. ja, also gut. Und wir kommen weiter zum zweiten Deck, und zwar dem Kaiba-Deck. Dem blauäugigen weißen Deck, was ja momentan auch in der aktuellen Meta ziemlich weit oben steht. Also das blauäugige weiße Deck. Weil, ja, hat auch die Weltmeisterschaft gewonnen. Und ist an sich ziemlich stark. Ich bin gespannt, was hier drin ist. Ja, natürlich erstmal die Mate
mit die Maid mit den blauen Augen. Dann eine Karte, die auch in dem blauäugigen Deck drin ist. Natürlich die Melodie des erwachten Drachen, womit du dir quasi dann zwei blauäugige Monster auf die Hand holen kannst. Dann natürlich der blauäugige ultimative Drache darf nicht fehlen. Dann natürlich das Wichtigste, du hast drei blauäugige weiße Drachen. Die Maid ist auch ziemlich gut, weil sie ist ein Empfängermonster, das heißt, du kannst sie sowohl für Dings abwerfen. Ich hoffe, es ist Mitte drin. Dann Drachengeist des Weißen. Ja, ist auch ziemlich gut. Der Kaiba-Mann. Das, ja. Gut, kannst quasi Blaue gegen Weißen als Spezialbeschwörung beschwören. Weißer Stein der Legende. Der weiße Stein der Uralten. Beschützer mit den blauen Augen. Meister mit den blauen Augen. Ein Kampfochse. Mystischer Djinn der Lampe. Der Wurstblünder und Alexandrit-Drache. Auch ein ziemlich gutes Monster. Ich meine, 2000 Angriffspunkte. Was willst du mehr? Dann ein Klingenritter. Antike Lampe. Tigerdrache. King. Was? Kind Modo-Drache. Okay. König des Sumpfes. Ritter der Sturmwinde, Drachenodem der Zerstörung, Leuchtfeuer des Weißen, ziemlich gut, Mausoleum des Weißen, muss man spielen in einem blauäugigen weißen Deck, Polymerisation für den blauäugigen ultimativen Drachen, Feinkontrolle, Schrumpfen, stilles Vermächtnis, antike Regeln, kannst relativ schnell einen blauäugigen Weißen aufs Feld holen, Inzahlungnahme, wow bist du, ist das denn Ernst? Okay. Wow bist du. Dieser Name. Topf des Zwiespalts. Am Beginn deiner Main Phase wähle ein Monster mit unterschiedlichen Typen in deinen Friedhof. Mische alle drei ins Deck. Dann ziehe zwei Karten. Du kannst in dem Spielzug, in dem du diese Karte aktivierst, keine Battle Phase durchführen. Okay. Fusionsersatz. Der Name dieser Karte wird als Polymerisation betitelt. Ziemlich gut. Erwarteter Die. Was? Die. Okay. Angriff annullieren, letzte Angriffsbeute, Schattenzauber, Klonen, Fusionsreserve und Krug der Trägheit. Also ziemlich gut. Kann man, wenn man noch ein paar andere Karten hat, dann kann man da auf jeden Fall nochmal was mit aufmischen. Und dann haben wir noch den azuräugigen Silberdrachen. Kann man dann ziemlich gut, der müsste Stufe... Ja, hat Stufe 9, das heißt also mit einem Blauäugigen und einer Maid oder einem Weißenstein oder einem der Legende oder Uralten kann der relativ schnell aufs Feld gerufen werden. Okay, das ist ziemlich gut, wenn er beschworen wird, sind deine Drachenmonster erstmal geschützt für einen Zug und man kann ein normales Monster im Friedhof wählen und das Tier als Spezialbeschwörung beschwören. Also das heißt, du kannst quasi mit dem auf dem Feld dann immer deine blaue gegen weißen wiederholen. Sagen wir zum Beispiel, du wirfst die für Inzahlungnahme ab, ein, dann ziehst du zwei Karten und kannst mit dem den dann quasi wiederholen. Also auch ziemlich nice. Dann der erste Drache ist eine Fusion aus zwei normalen Monstern. Also quasi auch mit Polymerisation oder Fusionsersatz. Kann man ziemlich leicht aufs Feld holen, muss als Fusionsbeschwörung beschworen werden und kann nicht auf andere Art als Spezialbeschwörung beschworen werden. Du kannst nur einen der ersten Drache kontrollieren. Diese Karte kann nicht durch Kampf zerstört werden, außer durch Kampf mit einem normalen Monster und bleibt von den Effekten anderer Monster unberührt. Das heißt also, eine ziemlich starke Karte mit 2700 Angriffspunkten kann nicht durch Kampf zerstört werden, außer durch ein normales Monster. Was will man mehr? Und natürlich die Kaiba-Spielmarke mit dem blauäugigen weißen Drachen im Hintergrund. Auf jeden Fall ziemlich nice, dass sie das, dass sie quasi jetzt das Deck von Kaiba mal ein bisschen an die aktuellen Sachen angepasst haben. Und auch, was mich quasi in der Legendary Dex gestört hat, war quasi, dass da Karten drin waren, die eigentlich verboten sind. Also das heißt sowas wie Topf der Gier oder Wiedergeburt oder sowas. Das sind ja Karten, die im normalen Spiel eigentlich verboten sind. Und deswegen hat mich das ein bisschen gestört, dass man die dass die mit dem Deck drin waren. Aber das haben sie jetzt hier ziemlich gut gelöst. So, und da kommen wir zum letzten. Das schwarze Drache-Deck von Joey Wheeler. Ein Charakter, der... den viele irgendwie, der für viele zurück kurz kommt.
Ja, das ist genauso wie Bakura. Bakura kommt auch immer viel zu kurz. Bei solchen Decks oder so. Aber in den neuen Booster-Packs wurde da auch viel quasi dann auch bei Bakura und so weiter viel gemacht. Okay, ich sehe hier schon wieder gute Karten. So, der schwarze Stein der Legende funktioniert genauso wie der weiße Stein der Legende. Rückkehr des Rotäugigen. Eine Fallenkarte. Falls du ein rotäugig Monster kontrollierst, außer rotäugiger schwarzes Küken, du kannst ein normales Monster in deinem Friedhof wählen, beschwöre es als Spezialbeschwörung. Falls diese Karte, die dir gehört, durch einen Karteneffekt deines Gegners zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, du kannst ein rotäugig Monster in deinem Friedhof wählen, außer rotäugiges schwarzes Küken, beschwöre es als Spezialbeschwörung. Du kannst jeden Effekt von Rückkehr des Rotäugigen nur einmal pro Spielzug verwenden. Schön. Damit kannst du deine rotäugigen Drachen immer wieder zurückholen. Und natürlich das Xyz-Monster. Rotäugiger, leuchtender Metalldrache. Zwei Monster der Stufe 7. Das ist nicht nur gut in dem Deck, sondern auch zum Beispiel in einem Pendeldeck mit einem mit dem buntäugigen Pendeldrachen. Weil damit kann man dann auch theoretisch den Metalldrachen ziemlich leicht aufs Feld holen. Also hat auch noch in der aktuellen Meta Platz, diese Karte. So, dann natürlich ein rotäugigen schwarzen Drachen. Muss natürlich sein rotäugiger schwarzer Leuchtdrache. Dann der Erzunterwelt der Blitze, Retro-Drache, also ja, quasi die schwarzen Monster. Dann hier Babydrache, Jinzo. Goblin-Angriffstrupp, Gerfried Eisenritter, interessant, dass er hier drin ist. Raketenkrieger, blauer Flammenschwertkämpfer, Zeitzauberer, Joeys Main-Karte eigentlich, bevor er den rotäugigen schwarzen Drachen bekommen hat. Phönix Gerfried, Zwillingsbeschwörer, Glutflügel-Schmetterling, finstere Valkyre, gebieterischer Ritter, valkyrischer Ritter, Hüter des Schreins, Drachenodem des Infernos, rotäugige Fusion, Karten des Roten Steins, Polymerisation, Salamandra, Sündenbock, törichtes Begräbnis, Roulette-Spinne, Überwachen. Du kannst ein Zwillingsmonster wählen, es wird zu einem Effektmonster. Hat auch, wie gesagt, noch aktuell Platz. Symbole der Pflicht, rotäugiger Geist, Kunai mit Kette, Ruf der Gejagten, immer gut. Reißende Tribut, immer passend. Flammender Odem, immer ziemlich gut. Und Fluch des Anubis und Fusionsmonster haben wir auch noch. Und zwar den Erzunterwäldler Schwarzer Totenkopfdrache. Quasi beschworen aus Erzunterwäldler und Monster der Stufe 6 und dem rotäugigen Monster. Also ziemlich schwierig eigentlich aufs Feld zu kriegen. Und Alligator Schwertdrache. Also ja, aus Babydrache und Alligator Schwert. Ja, kennt man auch. Und natürlich, die Spielmarke. Ja, also ziemlich nice Karten auch hier in dem Deck. Auch um den rotäugigen Schwarzen aufgebaut. Ziemlich gut mit vielen aktuellen Karten wieder. Oder Karten, die immer noch aktuellen Bezug haben. Das heißt, man könnte mit den Decks wahrscheinlich mehr machen als mit den Decks aus der Legendary Decks 1. Da waren natürlich Karten drin, die man braucht, aber man brauchte halt viele, man müsste viel noch investieren zusätzlich, um da die Karten quasi wieder reinzukriegen, damit man die Karten dann spielen kann, ordentlich. Und das war quasi das Problem, was ich irgendwie in der Box 1 gefunden habe. Hier ist es natürlich aktuell angepasst, also auch wirklich dann mit Xyz-Karten und also auch mit Xyz-Monster-Karten und ähnlichem. Und das ist dann natürlich ziemlich gut. So, ich habe es mal hier noch ein bisschen zusortiert. Das heißt, wir haben wieder die Decks. Wir haben wieder drei Decks. Ziemlich gut. An sich, also auch generell, die Legendary Decks 2 ist besser als Yugi's Legendary Decks, das muss ich auf jeden Fall sagen, und ich hoffe,
dass es noch ein Legendary Dex 3 geben wird, ja. Dann noch mit den anderen Personen. Also das heißt, dass wir dann Marek Ishtar zum Beispiel noch haben oder Bakura. Oder wen haben wir denn noch? Mai? Haben wir auch noch? Den Opa? Nein, das Oberdeck war ja in der anderen Deck mit drin. Das war ja Yugis, ist das ja quasi Yugis Deck. Nee, aber es gibt auf jeden Fall noch ziemlich viele Charaktere aus der ersten Yu-Gi-Oh! Staffel, aus der Ur-Staffel von Yu-Gi-Oh! Die quasi, ja, man noch beleuchten könnte. Vor allem das, ja, das Grabwächter-Deck von Marek Ishtar. Ja, also, da gibt es auf jeden Fall noch viel, was man machen kann, und ich hoffe, dass sie da das auch beibehalten, sollten sie eine dritte Box rausbringen, dass sie das ein bisschen aktueller gestalten. Also das heißt, ja, okay, es gibt natürlich jetzt Leute, die sagen, damals gab es keine Xyz-Monster, warum hat er jetzt ein Xyz-Monster drin oder der ein Synchro-Monster, das gab es doch damals noch gar nicht. Und ja, aber wie gesagt, was bringt dir das, wenn du diese Decks hast, also nur aus Sammlerzwecken, und die aber in jedem Duell verlieren, selbst gegen, keine Ahnung, irgendwelche aktuellen Structure-Decks, ja? Das heißt, irgendeiner holt da so ein aktuelleres Structure-Deck raus und besiegt dich, obwohl du halt ziemlich krasse Karten eigentlich drin hast, ja? Das war so ein bisschen mein Problem, was ich mit der letzten hatte, weil ich habe ja mit den Decks auch ein bisschen gespielt und ja. Mit den Decks hier wird es wahrscheinlich einfacher sein, Leute zu besiegen. Und vielleicht, wenn man noch ein, zwei Karten da, hier und da ergänzt. Oder wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte mir ein blauäugiges Deck bauen, weil das ist ja momentan der Renner neben Burning Abyss in der aktuellen Meta. Dann sollte das quasi hier mit den Grundkarten, also mit dem Grundstock, der hier quasi schon gelegt wird, kein Problem sein. Ja, man nimmt halt dann jetzt hier zum Beispiel die normalen Monster raus und tut dann halt noch andere Karten rein, aber du hast auf jeden Fall schon mal einen Grundstock gelegt für deine Decks, ja. Und ansonsten auch wieder, die Zusatzkarten sind ziemlich gut. Die spielbaren Götterkarten, das ist ja sowieso das Beste, was hier drin ist, weil jetzt habe ich die nicht spielbaren Version und die spielbaren Version. Und natürlich auch die drei Spielmarken, das ist sowieso immer ziemlich cool. Ich mag Spielmarken. Vor allem mag ich das, wenn du dann quasi, du hast in deinem Deck Karten, die Spielmarken hast, und dann holst du halt hier diese Ultra-Spielmarken raus und dann denken alle sich immer so, shit, der lebt für sein Deck. Ja, aber wie gesagt, also ich finde die Box 2 viel cooler, besser als die 1. Ich hoffe, es kommt eine 3. Und ja, ich hoffe, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben geben oder abonnieren. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann auch in einem anderen Video wieder. Aber bis dahin sage ich einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen. Sayonara.